Hier ist die neue Lichtbotschaft des Oberkommandanten der Galaktischen Konföderation, Lord Ashtar. Hört nun gut zu, denn Lord Ashtar hat euch nun Folgendes zu berichten. Nichts kann euch besser auf die Zukunft vorbereiten, als dass ihr von allem das Beste erwartet. Seid versichert, dass ihr bereits auf dem Wege zu großen Veränderungen seid, die mehr als willkommen sein werden und eure Träume von allem erfüllen werden, wessen ihr jemals bedürft, und dies in weitaus höherem Maße, als ihr euch gegenwärtig überhaupt vorstellen könnt. Schon jetzt erhalten verschiedene Gruppen Anregungen, die Menschheit voranzubringen, aber für friedliche Zwecke und bezüglich Gründung von Gesellschaften, die sich ohne Ausgrenzung für Verbesserungen für alle einsetzen. Es wird natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen, die letzte Stufe zu erreichen, doch alles muss ja irgendwann einmal seinen Anfang nehmen, und diese Zeit hat bereits begonnen. Das Ziel, das es dabei zu erreichen gilt, ist, Gruppenpläne stärker zu fördern. Ihr konntet bereits feststellen, dass kleinere Einrichtungen wesentlich effizienter funktionieren als große gesichtslose Regierungsapparate, und in diese Richtung werdet ihr auch geführt. Ja, das Leben in kleineren Gemeinschaften ist die Zukunft, nicht die Globalisierung. Galaktische Botschaften gibt's auch als Buchform. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ebenso findest du dort einen Link zu dem neuen zweiten Ashtar-YouTube-Kanal mit galaktischen Botschaften. Bitte besuch ihn und abonniere diesen. Er ist ein Sicherheitskanal. Während ihr nun in eine neue Zeit eintretet, die notwendigerweise viele Veränderungen der Art und Weise mit sich bringt, wie Gesellschaften sich gestalten, könnt ihr sicher sein, dass kürzlich viele Seelen auf die Erde gekommen sind, um ihre nützlichen Erfahrungen mit euch zu teilen, die euch helfen werden, in großen Sprüngen voranzukommen. Ihr werdet zudem von neuen Erfindungen profitieren, die euch so bald wie möglich zur Verfügung gestellt werden, sobald sicher ist, dass sie nicht mehr gestohlen oder missbraucht werden. Wie euch klar sein dürfte, kann dies nicht geschehen, bevor die Dunkelkräfte und deren Vasallen aus dem Weg geräumt sind. Diese werden seit langem sehr sorgfältig überwacht, und ihre Absichten sind bekannt. Irgendwann werden sie nicht mehr in der Lage sein, eure weiteren Fortschritte zu stören. Eure innere Erde ist Heimat für viele Aliens, die in Tiefen residieren, die bisher noch unerforscht sind. Doch mit dem bevorstehenden Wandel werden viele unter ihnen keine andere Option mehr haben, als die Erde zu verlassen. Diese negativen Wesen werden sicherlich nicht mit der neuen Erde konform gehen, die dann eure ultimative Heimat sein wird. Einige andere Aliens sind jedoch positiv eingestellt und hochentwickelt und somit Part eurer Evolution. Sie werden vor dem Aufstieg gut mit euch zusammenarbeiten. Auf lange Sicht werdet ihr feststellen, dass all diese Erfahrungen euch helfen werden, euch weiterzuentwickeln, denn jede Seele hat einen Lebensplan, der so kalkuliert ist, dass er ihre Evolution voranbringt, und diesem Lebensplan hatten sie ja auch schon im Voraus zugestimmt. Die Planung eurer Evolution ist eine komplizierte Angelegenheit, denn sie bezieht auch viele andere Seelen mit ein, die mithilfe eurer Geistführer ihre Rolle spielen, ohne sich dabei euren freien Willen einzumischen. Wenn ihr auf dem Pfad des Aufstiegs bleiben möchtet, bedenkt, dass es notwendig ist, euch mit den neuen Energien auszustatten. Blickt nicht rückwärts, sondern wisst, dass es einen vernünftigen Grund für diesen Ratschlag gibt, denn auf die bisherige Art und Weise werdet ihr eure Evolution nicht voranbringen können. Der ultimative Weg dürfte sein, im Jetzt zu leben und nicht zu versuchen, vorauszubestimmen, wie euer Pfad sich gestalten sollte. Denn offensichtlich gibt es viele Wege in den Aufstieg, und auch im Kollektiv geht ihr alle jeweils euren persönlichen Weg, der speziell für euch bestimmt ist. Lasst den Fluss dieser Dinge zu, denn alles, was ihr für eure Weiterentwicklung benötigt, wird euch auf eurem Weg begegnen. Wir wissen, dass es euch schwerfällt, eure Herangehensweise und eure Auffassung von eurem evolutionären Weg plötzlich zu ändern, aber ihr seid in ein neues Paradigma eingetreten, das eine andere Reaktion einfordert. Versucht es und seht, wie euer Leben vorankommt, wenn ihr es einfach so akzeptiert, wie es kommt. Dann könnt ihr euch stärker auf eure Intuition verlassen, und seid versichert, dass, wenn ihr eine falsche Entscheidung treffen solltet, eure Geistführer ihr Bestes tun werden, euch wieder auf den korrekten Weg zu führen.
Aufgrund der Attacken von YouTube und der hinterlistigen Demonetarisierung von Merksam und Vibes durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. In diesem jetzigen Stadium sollte euch nichts mehr von eurem Ziel abbringen können, aufzusteigen, denn ihr seid bereits viel zu weit fortgeschritten, um noch scheitern zu können. Ihr habt all die harte Arbeit vollbracht, durch die niederen Dimensionen hindurchzufinden, und habt euch als wert erwiesen, nun in den höheren Dimensionen fortzufahren. Ihr werdet niemals mehr in die niederen Schwingungsebenen zurückkehren müssen, denn diese passen nicht mehr zu der Ebene, auf der ihr euch jetzt befindet. Es geht nun im Eiltempo voran, und sehr bald werden auch die Innovationen freigegeben werden, die da vorausgeplant sind im Wissen um eure großartige Schwingungserhöhung. Allerdings ist nicht jede Seele daran interessiert, ihre bisherige Dimension zu verlassen, da sie instinktiv weiß, dass sie noch nicht bereit ist, und deshalb ist es ihr gestattet, in ihr eigenen Tempo weiter voranzukommen. Denn es ist nichts gewonnen, eine Seele zu drängen, wenn sie noch nicht bereit ist, diesen großen Vorwärtssprung in ihrer Evolution zu vollziehen. Ihr seid so sehr geliebt für eure Hingabe und Entschlossenheit, mit den von euch übernommenen Aufgaben erfolgreich zu sein. Ihr wart so positiv, dass ihr zwar von der Gottheit abgeschnitten sein konntet, aber trotzdem den Weg zurückfandet, trotz der Finsternis, die euch umhüllen würde, wenn ihr die Tiefen stürzt. Ihr habt kaum eine oder gar keine Vorstellung davon, wie lange euer Weg zurück zum Licht gedauert hat, doch dieser ist schon viele tausend Jahre alt, und nun habt ihr es endlich geschafft. Die Erhöhung eurer Bewusstseinsebenen macht jetzt große Fortschritte, und mit ihnen geht ein höheres Gewahrsein einher, und damit kommt zugleich auch die Erinnerung an euer wahres Selbst als mächtige Wesenheit des Lichts. Es ist kein Wunder, dass ihr von all denen verehrt werdet, die eure Taten verfolgt haben und euch jegliche Ermutigung zuteilwerden ließen, weiterzumachen, ungeachtet der Hindernisse, die euch im Weg lagen. Ihr habt all die harte Arbeit vollbracht und eure Erfahrungen gemeistert, um nun in eine Periode der Befreiung aus dem Karma eintreten zu können, hinein in die Freude und in die Freiheit. Du schaffst das. Habe Vertrauen in dich und in das Universum. Namaste, liebes Sternenkind.